Wobei, der Abend ist ja dem guten Zweck mit Kindern insbesondere. Wie wichtig sind Kinder in Ihrem Leben? Na, Kinder sind in meinem Leben im Moment das Wichtigste. Also ich habe sie um mich die ganze Zeit. Ich versorge sie. Ich bin mit ihnen zusammen. Wir verbringen Tag und Nacht zusammen. Die sind schon sehr, sehr wichtig. Und ich finde aber auch für eine Gesellschaft sind Kinder eben auch wichtig. Weil Kinder sind ja unsere Zukunft. Kinder sind ja die, die uns irgendwann, wenn wir alt sind, uns quasi ernähren und einfach die ganze Sache weiterführen. Insofern ist es sehr sinnvoll, in Kinder zu investieren. Nur kommt ja bei Ihnen gerade terminlich nicht unbedingt Langeweile auf. Was gehört alles dazu, dass man so ein glückliches Familienleben organisiert bekommt? Ja, man muss es halt, wie Sie sagen, man muss es halt organisieren, man muss es planen, man muss im Voraus sehen, okay, dann sind wir da, bist du da, nein, dann bin ich nicht da. Also man muss es halt alles gut absprechen und dann muss man es planen und dann geht's. Mal schnell in die Sonne, nämlich an den Sommeranfang, der ist am nächsten Freitag. Wie sieht für Sie der perfekte Sommertag aus? Ach, der perfekte Sommertag, der findet auf jeden Fall draußen statt. Irgendwo an einem Pool, wenn es geht, oder am Meer, mit Freunden, mit Familie, draußen, Flipflops, kleines Kleidchen, einfach genießen, fließen lassen. Das ist Sommer. Gibt es bei Ihnen besondere Pläne für diesen Sommer? Ja, wir verreisen. Wir fahren mit der Familie 2 Wochen nach Mallorca und sind so ein bisschen überall unterwegs. Also keine Fernziele große, aber so viele verschiedene kleinere Trips werden wir machen.